zum nächsten Streich. Heute wollen wir mal einen kleinen Z-Test machen. Zack, unter T-Tests, wieso da denn? Ja, irgendwo muss er ja einsortiert werden. Und der Z-Test, den wir machen, der hat mit Mittelwerten zu tun. Das kann man so ein bisschen im Piktogramm hier oben schon entnehmen. Das sind typische Darstellungsformen für Mittelwerte. Einfach ein Punkt, in diesem Fall zwei Mittelwerte für zwei Gruppen und die Konfidenzintervalle drumherum. Was wir machen wollen, ist eigentlich nur ein Mittelwert, zumindest einen Stichprobenmittelwert untersuchen. Und den vergleichen wir mit einem Grundgesamtheitsmittelwert, der hätte kein Konfidenzintervall. Das Ganze finden wir hier. Man spricht also hier von nur einer Stichprobe. Und der T-Test für eine Stichprobe ist der deutlich populärere. Und weil es sinnigerweise irgendwie passt, den Z-Test da jetzt mit einzusortieren, ohne dem hier eine eigene Schaltfläche zu gönnen, weil lohnt nicht, da finden wir den hier. Gut, draufgeklickt. Da sehen wir schon. Da versteckt er sich. Z-Test schon mal anhaken. Und hier sehen wir auch schon, warum der so unpopulär ist. Er braucht nämlich zwei Dinge, die wir relativ selten haben. Der obere Wert, das ist der Wert, den wir sogar auch bei dem T-Test Pendant brauchen. Also der ist nicht so schlimm, den haben wir manchmal. Und zwar trägt man hier den Mittelwert der Grundgesamtheit ein, gegen den man vergleichen will. Also die Grundgesamtheit könnte zum Beispiel ganz Deutschland sein. Und man untersucht nur eine bestimmte kleine Stichprobe an seiner Uni oder in Hamburg oder sonst wo. So, und das ist natürlich die Standardabweichung, steht da ja, aber eben auch die der Grundgesamtheit, also wenn wir mit Deutschland vergleichen. Die von Deutschland, und wenn wir Mittelwerte schon selten haben, dann finden wir Standardabweichungen in der Literatur noch seltener. Häufig ist es so, dass man dann genau zu dem Thema Studien findet, die eben auch nur Stichproben untersuchen und eben nicht Aussage über die Grundgesamtheit machen können. Das müssten schon sehr große Metastudien sein, die wirklich dann repräsentativ zum Beispiel für ganz Deutschland sind. Und ja, für die hätte man dann so eine Standardabweichung eventuell auch mal vorliegen. Also heute tun wir so, als hätten wir das. Wir werden uns hier entsprechende Werte, einigermaßen sinnvolle Werte ausdenken. Und dann können wir so einen Z-Test auch machen. Ich sage einen Z-Test, weil es gibt auch einen zweiten und einen dritten und einen vierten Z-Test. Das ist wieder eine ganze Familie, die Z-Tests eint, dass sie alle die Z-Verteilung nutzen, auch Gauss-Verteilung, Standard-Normal-Verteilung genannt. Was sie nicht nutzen, ist die T-Verteilung. Die scheint irgendwie populärer zu sein. Und hier steht auch überall noch T-Test und T-Test und so weiter. Aber die brauchen wir nicht, die T-Verteilung. Und die ist von einem Herrn Student erdacht worden. Das ist nur sein Pseudonym. Der hatte wahrscheinlich den Namen William Gossett, hat an der Guinness-Brauerei gearbeitet, aber dazu ein andermal mehr. Den brauchen wir jetzt nicht mit seiner T-Verteilung. Und wenn wir das wegklicken, sehen wir hier schon in der vorgefertigten Tabelle, wo gleich das Ergebnis erscheinen soll, dass das Ganze endlich auf Z wechselt. Zwar im Titel nicht, aber immerhin hier. Da wird dann ein gaußscher Z-Wert berechnet. Gut. Es geht um Mittelwerte, habe ich schon gesagt. Und wir werden jetzt zweimal das Ganze machen. Einmal den Computerweg und einmal den Taschenrechnerweg. Ja, wir beginnen mit dem Computerweg. Ich bin ja hier schon. Und den Taschenrechnerweg, der hat den Vorteil, dass wir uns die Formel, die hier gerechnet wird, auch mal anschauen können. Ja, das machen wir so hinten dran. Fangen wir mit dem Computerweg an. Und da müssen wir uns wie üblich immer erstmal ein Thema suchen. Es geht um Mittelwerte, da brauchen wir also mindestens eine metrische Variable. Und da können wir hier nach Typ sortieren. Da haben wir alle metrischen Variablen aus diesem Datensatz hier oben. Ganzer Haufen. Sexualpartneranzahl. Immer gern genommen. Ja. Und ich will jetzt natürlich noch nicht das Ergebnis angucken. Ich schiebe es nicht rüber, aber ich habe es schon mal eingeloggt. Und dann müssen wir jetzt mal, wie es letztes Mal beim Binomialtest auch, erstmal ganz von vorne beginnen. Den Forschungsprozess beginnt man mit der Hypothese. Nehmen wir mal wieder Bielefeld. Da haben wir also ein paar hundert Leute befragt. Und wir nehmen mal an, Bielefeld habe eine andere durchschnittliche Anzahl an Sexualpartnern als ganz Deutschland. Da muss ich mal schnell googeln, was ist denn die durchschnittliche Anzahl von Sexualpartnern in Deutschland, damit ich zumindest den Mittelwert hier einigermaßen realistisch eintragen kann.
So, ich habe eine Studie gefunden. Ich verrate mal jetzt nicht welche, aber die sagt, dass junge Leute, und wir haben nur junge Leute in unserer Bielefelder Stichprobe, dass die in Deutschland im Schnitt so zwischen 6 und 8 Sexualpartner haben. Und dann nehmen wir mal die goldene Mitte für unseren Schnitt und tragen hier 7 ein. 7 Sexualpartner über beide Geschlechter hinweg für 18- bis 35-Jährige. Das war der Rahmen der Studie. Und jetzt gilt es zu beachten, dass wir hier im Unterschied zum Binomialtest eben nicht mit Anteilen oder Prozenten hantieren, sondern mit Mittelwerten. Darüber hinaus sollte in der Hypothese genannt werden, wer mit wem verglichen wird, also die beiden Gruppen. Das ist dann wieder identisch zum Binomialtest. Auch dort hatten wir eine Stichprobe, die verglichen werden soll mit einer Grundgesamtheit. Bei der Beschreibung der Hypothesen, da wird dann in der Regel klar, spätestens auch welchen Test man braucht. Wenn jetzt in der Hypothese ein Signalwort vorkommt wie Durchschnitt, Mittelwert, ja, dann muss es wohl ein Mittelwertvergleich sein und man muss halt darauf achten, ist eine Stichprobe hier vorhanden oder sind zwei vorhanden oder drei vorhanden, und in diesem Fall ist es nur eine, wird eben verglichen mit der Grundgesamtheit, und dann ist es ein Einstichprobentest. Und da wir jetzt auch noch die Standardabweichung mit angeben müssen, ist es eben ein Einstichproben-Mittelwertvergleich anhand der Z-Verteilung, und ganz kurz sagen sie dann einfach Z-Test. Was könnte da so eine Standardabweichung sein? Wir machen mal plus minus 3 Sexualpartner und dann schreibe ich eben auf, was für einen Test wir hier nutzen. So, hier habe ich nochmal ganz genau klar gemacht, wer jetzt eigentlich hier die Stichprobe ist und wer die Grundgesamtheit. Das kam in der Hypothese eben noch nicht so gut rüber. Und wie üblich müssen wir jetzt noch vor der Datenerhebung uns überlegen, wie wir das Signifikanzniveau festlegen wollen. Und da es sich immer wieder um ein pikantes Thema handelt, andere Leute orientieren sich sicherlich auch an solchen Zahlen. Die jungen Leute von heute, die wollen wissen, was gibt es da für einen Durchschnitt an Sexualpartnern unter den anderen jungen Leuten, muss ich das auch erreichen? Das macht natürlich psychologisch ordentlich Druck, wenn man da noch nicht so weit ist. Dann, ja, würde ich sagen, müssen wir hier relativ niedrig wieder ansetzen. Mit 5% gebe ich mich hier nicht zufrieden. So viel Irrtumswahrscheinlichkeit möchte ich der Gesellschaft nicht zumuten. Jetzt haben wir das Alpha festgelegt und dann kommt die Datenerhebung. Jetzt gehen wir also wieder nach Bielefeld. Dann kommen wir zurück. Mal gucken, wie viel wir diesmal befragen konnten. Schieben wir die Variable rüber. Gucken wir erstmal in die deskriptive Statistik. Da haben wir mit Sicherheit dann einen Stichprobenumfang. Da haben wir ihn schon. N 205 Leute aus diesem Datensatz mochten auf diese Frage antworten. Immerhin. Was haben die denn für einen durchschnittlichen Wert an Sexualpartnern? 4,668. Aha. Und die Standardabweichungen sehen deutlich höher. Also, wir haben hier mit einer Standardabweichung für Deutschland von 3 spekuliert. Und das ist hier über das Doppelte in dieser Stichprobe. Und der Mittelwert ist wahnsinnig weit. Unten im Vergleich, ja, wir haben hier aber auch in Wirklichkeit eine etwas jüngere Stichprobe. Das sind eher so 19 bis vielleicht 21-Jährige großteils. Da können die natürlich mit den bis 35-Jährigen wohl dann auch nicht mithalten. Ja, und das Ergebnis ist dann jetzt schon relativ offensichtlich. Selbst wenn man sich nur diese deskriptive Statistik anschaut, da weiß man schon, ja, die Bielefelder Stichprobe, die stammt eben nicht aus der gleichen Grundgesamtheit wie die Deutschland-Stichprobe, sondern die ist speziell, die ist anders als die deutsche Grundgesamtheit mit ihren 7 Sexualpartnern. Und was genau an der Stichprobe anders ist, ja, da kann man dann viele weitere Folgestudien drüber spekulieren und das untersuchen. Das kriegen wir mit diesem Test nicht raus. Wir kriegen nur raus, es gibt einen signifikanten Unterschied im Schnitt oder nicht. Ihr seht es auch schon an dem P-Wert. Er ist kleiner, 0,001, also 0,1%. Und damit deutlich unter dem festgelegten Alpha, sehen wir also schon,
Ja, das ist ein signifikanter Mittelwertunterschied. Verkürzen Sie das nicht auf, das Ergebnis ist signifikant. Sagen Sie bitte auch immer, was ist das Ergebnis? Der Mittelwertunterschied bei den Sexualpartnern zwischen Bielefelder Stichprobe und Deutschland, der ist signifikant. Das Konfidenzintervall kann man sich dann auch nochmal visualisieren lassen, wie auch beim Binomialtest, als eine schicke Grafik. Auch hier gehe ich auf 99% hoch, um das Alpha, was wir gesetzt haben, zu respektieren. Da sehen wir also unsere Bielefelder Stichprobe und wie stark dieser Mittelwert an Sexualpartnern schwankt. Da haben wir dann die deutschlandweite Stichprobe mit ihren 7 Sexualpartnern im Schnitt. Die Konfidenzintervalle der Stichprobe von Bielefeld überlappen sich nicht mit diesem Deutschlandwert und deswegen haben wir hier einen signifikanten Unterschied zwischen diesem Mittelwert von Deutschland und dem Mittelwert hier von Bielefeld. Haben wir also genauso beim Binomialtest auch schon gehabt. So, jetzt müssen wir noch kurz das alternative Vorgehen per Taschenrechner besprechen. Was macht man da anders? Natürlich, alles vor der Datenerhebung bleibt identisch. Was soll da sich durch den Taschenrechner auch verändern? Ja. Aber natürlich die Berechnung des Ergebnisses, die muss wohl anders sein. Wenn man den Taschenrechner benutzt, brauchen wir da eine kleine Formel für. So, und wenn ich das so in den Taschenrechner eingebe, da kommt dann minus 11,1297 und ein paar zerquetschte raus. Und das ist unser entsprechender Z-Amp. Dieser Wert selbst ist also so noch nicht interpretierbar, aber er ist eben vergleichbar mit dem Alpha, wenn wir das Alpha auch in einen entsprechenden Z-Wert verwandeln. Dann fällt Ihnen eventuell auf, Mensch, diesen Z-Wert, den haben wir hier unten auch fast genauso. Warum ist da so ein kleiner Unterschied? Na, weil wir hier nicht ganz so viele Nachkommastellen benutzt haben wie der Computer. Jetzt müssen wir mit dem Alpha vergleichen. Und wir sehen ganz eindeutig, dass zumindest vom Betrag her der Z-Amp größer ist als der Z-Crit. Und warum betrachte ich hier den Betrag und warum ignoriere ich also damit das Minus? Aber wir zweiseitig getestet haben. Es ist egal, ob der Mittelwert der Stichprobe größer oder kleiner ist. Wir haben ja nicht gesagt, wer hier mehr Sexualpartner hat oder weniger, sondern wir haben nur gesagt, Bielefeld hat eine andere Anzahl. Entsprechend ist das Minus hier bedeutungslos. Also, das sind die zwei Wege, die Sie gehen können. Wir kommen jetzt zum gleichen Ergebnis.